Kapitel 3. Das Tor. Mariam und Rolf waren um die Mittagszeit herum aufgebrochen. Wie von Mariam geplant, hatten sie Sarah an der Lagerstelle zurückgelassen. Rolf hatte ihr den Weg zum Hof der Sechs beschrieben. Aber weder er noch Mariam glaubten, dass sie es bis dorthin schaffen würde. Wahrscheinlich würde sie es nicht einmal versuchen. Sie schien von der Idee, dorthin zu gehen und dort auf sie zu warten, nicht besonders begeistert gewesen zu sein. »Naja, ist ja ihre Sache«, meinte Rolf nur, als Mariam diesen Punkt ansprach. »Ich verstehe sie nicht so richtig«, meinte Mariam. »Naja, sie weiß, dass sie uns im Moment eher behindern würde, als uns zu helfen, wenn sie mitkäme. Gleichzeitig will sie aber auch nicht weiter von ihrem Kind weg als nötig. Wie heißt die Kleine doch gleich? Emilia?« Mariam nickte. »Ja, das hat sie zumindest gesagt.« »Glaubst du etwa, sie lügt?« »Ach, nein«, gab Mariam zurück. »Aber...« »Aber irgendetwas passt dir nicht an ihr.« »Ja.« »Tja, sie ist so. Dank ihr wissen wir jetzt wenigstens, was uns dort hinten erwartet.« Rolf nickte in Richtung der Erhebung. Natürlich, wo sonst als dort sollte sich eine Stadt, die Hochstadt genannt wird, befinden. Gestern noch hatte Mariam das Gefühl gehabt, dass sie von dieser Erhebung noch unendlich weit entfernt waren. Nun sah die Sache anders aus. Sie würden im Laufe des morgigen Tages dort ankommen. Auch das Rauschen, das von der Erhebung ausging, war lauter geworden. Inzwischen wussten sie auch, was es war. Sarah hatte von dem Wasserfall erzählt. Und tatsächlich, je näher sie kamen, desto feuchter und fruchtbarer wurde der Boden, desto höher wuchsen die Pflanzen. Ein Wasserfall, das erklärte auch das Glitzern, das Mariam wahrgenommen hatte. Wenn man berücksichtigte, wie weit sie noch entfernt gewesen waren, als sie es zum ersten Mal gesehen hatte, dann musste der Wasserfall wahrhaft riesig sein. Mariam hatte diesen Gedanken laut ausgesprochen und Rolf pflichtete ihr bei. Dann fragte er, was sieht der Wolf? Mariam schloss die Augen. Dann sagte sie, nichts Besonderes. Und was ist das da hinten? Mariam schaute in die Richtung, in die Rolf zeigte. Mitten auf der Ebene und von Gräsern umwuchert lag ein Holzschrank. Sie lachte. So etwas ist nichts, was ihm auffällt. Mir schon, sagte Rolf und ging hin. Den Weg allerdings hätte er sich sparen können. Der Schrank war leer. Mariam und er setzten ihren Weg fort. Am frühen Abend fanden sie einen geeigneten Lagerplatz. Nachdem sie gegessen und sich ein wenig ausgeruht hatten, sagte Mariam, »Danke, dass du es mir nicht schwer machst.« Rolf nickte. »Es wäre falsch, dich davon abhalten zu wollen, Mariam. Und am Ende, naja, am Ende helfen wir vielleicht nicht nur Sarah und Emilia und den anderen Frauen. Vielleicht helfen wir auch uns selbst.« »Ja, vielleicht.« Rolf stand auf und streckte sich. Seine Wirbel krachten. Oder war es sein Knie? Mariam war sich nicht sicher. »Leg dich hin, Mariam. Geh schlafen. Wir müssen morgen fit sein.« »Und du?« »Ich werde dich wecken, wenn ich müde werde. Aber bis dahin, versuch zu schlafen.« Tatsächlich gelang es Mariam schnell einzuschlafen, obwohl es noch nicht ganz dunkel war. Wahrscheinlich lag das an den beruhigenden Präsenzen von Rolf und Tabs, die sie spüren konnte. Sie brachten ihr Frieden. Ihre Träume aber waren alles andere als friedlich. Sie rannte und sie hatte Angst. Noch wusste sie nicht, wovor. Sie wusste nur, dass sie weg musste und dass es keinen Platz gab, an dem sie sich verstecken konnte. Der Boden war aus geschmolzenem Gestein, fast wie Glas, spiegelglatt. Sie rutschte aus und fiel und rappelte sich wieder hoch und rannte weiter. Sie warf einen Blick nach hinten. Jetzt wusste sie, vor wem sie floh. Vier Reiter auf riesigen schwarzen Pferden. Die Reiter waren bewaffnet und sie trugen seltsame... Nein, das waren keine Helme. Das waren ihre Köpfe. Die Reiter hatten die Köpfe von Wölfen. Ihre Augen leuchteten rot. Sie waren noch weit weg, aber Mariam konnte sie sehen im seltsamen violetten Licht ihres Traums. Erneut stolperte sie, aber diesmal stürzte sie nicht. Sie fing sich wieder, rannte so schnell sie konnte. Sie schwitzte und keuchte und hechelte, aber es half nicht. Jedes Mal, wenn sie sich umdrehte, waren die Reiter näher herangekommen. Jetzt konnte sie spüren, wie der Boden unter den Pferdehufen erzitterte.
Die Reiter stießen ein Heulen aus, aber es klang nicht so, wie echte Wölfe geheult hätten. Es lag etwas darin, das es noch schrecklicher machte. Ein Lachen, ein menschliches Lachen, gehässig, gemein. Der Boden vibrierte immer stärker. Bald war es wie ein Erdbeben. Das machte ihr die Flucht noch schwerer. Ihre Panik wuchs. Noch lauter wurde das Heulen der Reiter, noch stärker das Vibrieren des Bodens. Die gläserne Ebene war leer. Es gab nichts. Nichts außer Mariam und ihren Verfolgern. Die einzige messbare Größe war der sich stetig verringernde Abstand. Aber sie brauchte etwas, etwas, woran sie sich orientieren konnte. Angstgetrieben sah sie sich um. Gleich würden die Reiter sie erreicht haben. Oh, dieses Heulen, dieses Dröhnen des Bodens. Das Heulen schwoll an, erfüllte ihren ganzen Geist. Nein, dachte sie, oder schrie sie es? Dann, in dem Augenblick, in dem sie dachte, dass ihr Herz stehen bleiben würde, da sah sie es. Das orangefarbene Licht. Es war kein schönes Orange. Nicht wie das eines Sonnenaufgangs. Nein, es war ganz anders. Es leuchtete giftig und falsch und krank. Trotzdem, sie hatte nichts anderes, auf das sie zurennen konnte. Mariam zwang sich, weiter zu rennen. Weiter und weiter und weiter. Die Zeit dehnte sich aus, wurde flüssig. Plötzlich stand sie direkt davor, vor dem Licht. Und jetzt sah sie auch, wo es herkam. Es kam aus einer Höhle. Der Eingang war eng. Das war gut. Dort hinein konnten ihr die Reiter auf ihren Pferden nicht folgen. Mariam tauchte ein in das Licht. Der Boden hörte zu vibrieren auf, aber das Heulen riss nicht ab. Sie sind abgestiegen, dachte sie panisch. Obwohl sie von dem hässlichen orangefarbenen Licht noch ganz geblendet war, hastete sie weiter. Erneut schien die Zeit langsamer zu laufen. Gewundene Gänge, Engstellen, durch die sie sich quetschen musste. Mal ging es aufwärts, mal ging es abwärts. Mal ging es nach rechts, mal ging es nach links und dann wieder in ganz unmögliche Winkel und immer dieses Heulen hinter ihr. Inzwischen wurde es manchmal durch ein Hecheln und Knurren unterbrochen und noch immer war es ganz, ganz nah. Dann gab es in der Höhle keine Gänge mehr. Plötzlich befand sich Mariam in einem domartigen Raum. Sie erkannte ihn sofort wieder. Hoch oben war ein Loch in der Decke, durch das das orangefarbene Licht fiel. Und in dieses Licht getaucht, direkt unter der Öffnung in der Decke, da saß etwas. Und dieses Etwas war gigantisch. Es hockte da wie eine Buddha-Statue, aber es ging nichts Freundliches davon aus. Es ragte hoch vor Mariam auf. Sicher 5 Meter oder 6 oder 7 oder 8. Es war unverkennbar weiblich, dieses Ding. Mit einem Mal nahm es fast den gesamten Raum ein, den Mariam überblicken konnte. Es saß da im Schneidersitz, den Schritt geöffnet. Mariams Blick glitt ungläubig weiter nach oben. Dieses Monster hatte 10 Brüste, die unteren beiden kaum vorhanden. Andere hingen schlaff herab, Hautsäcke mehr oder weniger. Manche aber auch prall gefüllt. Sie sahen aus, als würden sie bald platzen. Hier und da wuchs Fell, haarige Inseln auf schleimiger Haut. An einer der prall gefüllten Brüste hielt dieses Monster ein Baby. Es trank. Ungläubig und entsetzt bemerkte Mariam erst jetzt, dass dieses Monster auf einem Haufen von Babyleichen saß. Sie wollte schreien, konnte es aber nicht. Wie viele waren das? Hunderte? Tausende? Eher 10.000. Mariam wandte ihren Blick ab. Sie konnte nicht mehr hinsehen. Sie sah nach oben, das hatte sie bisher vermieden. Und jetzt, als sie es dann tat, wusste sie auch warum. Auf diesem hässlich verwachsenen Rumpf thronte ein Wolfskopf. Aber obwohl es der Kopf eines Wolfes war, oder besser einer Wölfin, trug er unverkennbar Mariams Züge. Bizarr, widerlich, beängstigend. Noch immer konnte Mariam sich nicht rühren.
Sie konnte sich nicht rühren und sie hatte die Wolfsmenschen ganz vergessen, die sie verfolgten. Sie wurde gepackt, zu Boden gerissen. Mit einem Mal war sie nackt. Sie wurde genommen. Das Entsetzen darüber war noch nicht einmal das Schlimmste. Viermal fühlte sie, wie sengende Hitze sich in ihr breitmachte, sich ausbreitete und in jede Zelle kroch. Dann fühlte sie, wie ihr Leib sich aufblähte. Etwas wuchs in ihr heran. Vier Wesen. Immer weiter schwoll sie an. Schwoll weiter an, weiter und weiter. Es gibt keine Worte für die Agonie und den Ekel, den sie fühlte. Sie füllten ihr ganzes Bewusstsein aus und schließlich fühlte sie, dass etwas in ihr riss. Erst innen in ihrem Unterleib und dann breitete sich der Riss weiter aus. Gleich würde es sie zerreißen und dann wären da diese vier schrecklichen... Mariam! Mariam! War das Sarahs Stimme? Sarahs Stimme, die Mariam in ihrem Kopf hörte? In dem Maße, in dem Mariam begriff, dass sie geträumt hatte, verblassten die schrecklichen Bilder. Nach und nach ersetzte Verwunderung Mariams Panik. Hör auf, dich zu quälen, Mariam. Das bringt nichts. Sarahs Stimme in Mariams Kopf hatte etwas Mütterliches. Etwas wirklich Mütterliches. Nicht so etwas Verdrehtes wie die Vision einer grässlichen Wolfsmutter, die Mariam gerade gehabt hatte. Die Frage, die Mariam sich stellen musste, war die: Träumte sie immer noch? Oder war es wirklich Sarah, die sie da in ihrem Kopf hörte? Als es Mariam gelungen war, die Reste ihres Albtraums komplett aus ihrem Geist zu verbannen, beschloss sie zu antworten. Sarah? Sarah, bist du das? Ja, Mariam. Ja, ich bin's. Du träumst nicht mehr. Darüber war Mariam in diesem Augenblick ziemlich erleuchtet. Was ihr allerdings gar nicht passte, war, dass Sarahs Stimme unaufgefordert und ohne Erlaubnis einfach so in ihrem Kopf aufgetaucht war. Auch nicht, wenn sie sie davor bewahrt hatte, diesen Albtraum zu Ende zu träumen. Wut kochte in ihr hoch. Ohne groß darüber nachzudenken, schickte sie eine Welle dieser Wut, ihren ganzen Zorn an die Stelle in ihrem eigenen Kopf, an der sie Sarahs Stimme vermutete. »Warte, Mariam«, hörte sie die Stimme noch rufen. Dann war sie weg. Nur langsam kam Mariam wieder in der echten Welt an. Sie öffnete die Augen. Ein leises Stöhnen entwich ihr. »Mariam, bist du wach? Hast schlecht geträumt. Ist alles okay?« hörte sie Rolfs Stimme. Sie drehte sich in seine Richtung. Im Sternenlicht konnte sie seine Silhouette nur erahnen. Ja, es ist alles soweit okay, murmelte sie. Sie stand auf. Komm, leg dich hin, ich bin ohnehin wach. Du bist jetzt dran mit Schlafen. Bist du sicher? Ja. Rolf umarmte sie etwas ungeschickt. Na dann, sagte er und legte sich hin. Mariam stand auf, lockerte ihre Muskeln und er lief langsam hin und her. Kurz tastete sie nach Tabs. Der hatte von alledem nichts mitbekommen. Zumindest nicht, soweit sie das sagen konnte. Sie sandte ihm ein paar beruhigende Gedanken. Sie wusste, sie würde das Lager heute Nacht noch umrunden, wieder und wieder. Sie würde im Kreis herumlaufen und nachdenken. Sie wollte, dass er schlief, wollte nicht, dass er ihr zwischen den Füßen herumsprang. Bald hatte sie ihren Albtraum komplett abgeschüttelt. Es war nicht der schlimmste, den sie je gehabt hatte. Trotzdem war sie froh gewesen, dass sie ihn nicht bis zum Ende hatte träumen müssen. Sarah sei Dank. Der Nachtwind war kühl und spielte mit Mariams Haar. Sie sah zu den Sternen hoch. Dann sah sie wieder weg. »Verdammt«, dachte Mariam, als sie auch dort oben eine Wolfsfratze sah. Ihr Gehirn spielte ihr noch immer Streiche. Aber das mit Sarah, das war echt gewesen. Sarah war ungefragt in ihrem Kopf aufgetaucht und sie, Mariam, hatte sie wieder hinausgeworfen. Wie hatte sie das gemacht? Und noch viel wichtiger, wie konnte sie so etwas in Zukunft vermeiden? Diesmal war es Sarah gewesen. Was, wenn es das nächste Mal jemand anders wäre? Langsam und leise, so dass es weder Tabs noch Rolf hören konnten, zog Mariam ihr Messer. Sie betrachtete die schartige Klinge, die im Mondlicht funkelte.
Die Textur von Stahl, wenn man sie sich ganz genau ansah, hatte etwas Beruhigendes, fand Mariam. Es war fast so, als würde man in ein Feuer schauen, die Glut beobachten. Zumindest für sie war es so. Sie bewegte die Klinge sachte hin und her, badete sie im Mondlicht. Also, nochmal ganz von vorn und ganz langsam. Was war da passiert in ihrem Kopf? Sarah hatte versucht, mit ihr zu sprechen. Sie war wütend geworden und hatte genau was getan? Sie hatte ihre Emotion genommen, ihre Wut, und sie nach Sarah geworfen, wenn man so wollte. Mariam stellte sich einen grell-orangenen Feuerball vor, der durch ihr Gehirn flog. Sie musste ein wenig kichern, aber irgendwie war das Bild dennoch treffend. Egal, welche bildhafte Metapher sie dafür finden wollte, das Entscheidende war, dass sie gewusst hatte, wo sie hatte hinwerfen müssen. Oder war das am Ende sogar ganz egal? War es nur wichtig, dass sie überhaupt geworfen hatte? Dass sie ihrer Wut erlaubt hatte, tatsächlich zu wirken? Ah, das ist wahrscheinlicher, dachte Mariam, während sie weiterging. Dennoch, die Vorgänge in ihrem Kopf in Bilder zu kleiden, das könnte ihr helfen. Mariam umrundete das Lager in dieser Nacht noch viele Male. Während Tabs und Rolf schliefen, dachte sie über einen Punkt nach, der ihr vorhin in den Sinn gekommen war. Was, wenn jemand anders versuchen sollte, in ihren Kopf zu gelangen? Wenn mehr Leute Fähigkeiten hatten wie sie, dann bedeutete das... Naja, das bedeutete, dass sich alles verändern würde. Was wäre gewesen, wenn die Mörderbande, die sie vor ein paar Tagen überfallen und niedergemacht hatten, wenn einer von denen... Dann wären sie nicht im Vorteil gewesen. Sie konnte mit Rolf und mit Tabs kommunizieren, aber mit jemand anderem? Zugegeben, sie hatte es noch nie versucht. Aber sie verstand auch nicht, wie Sarah ihren Geist hatte finden können. Sarah wusste offensichtlich mehr über diese seltsamen Kräfte als Mariam. Mariam versuchte es, tastete nach Sarah, stellte sich ihr Gesicht vor, stellte sich den Ort vor, an dem sie sie zurückgelassen hatten. Aber sie fand dort nichts, sie bekam keine Antwort. »Wenn sie das nächste Mal in meinen Kopf will, werfe ich sie nicht raus«, beschloss Mariam. »Ich muss von ihr lernen. Ich muss lernen, so viel ich kann.« Irgendwann dämmerte der Morgen des nächsten Tages heran. Rolf wachte von selbst auf, aber Tabs musste geweckt werden. Er tapste eine ganze Weile umher. Rolf und Mariam amüsierten sich über seine ungelenken Bewegungen, aber nicht allzu lange. Sie brachen bald auf. Je näher sie der Erhebung und dem Wasserfall kamen, desto fruchtbarer wurde das Land. Die Pflanzen wurden grüner, der Boden weicher. Kleinere Baumgruppen wurden zu Hainen. Sie standen jetzt auch nicht mehr so weit auseinander wie weiter südlich. Auch Rolf nahm das wahr. Mariam, schick den Wolf doch mal ein bisschen weiter voraus, bitte. Wir haben hier immer weniger freie Sicht. Wäre gut, wenn wir wüssten, was vor uns ist. Ja, du hast recht, antwortete Mariam. Sie sandte den telepathischen Befehl an Tabs. Der war entzückt. Mariam hatte ihn zwar die ganze Zeit schon vorausgeschickt, aber nicht besonders weit. Nun durfte er endlich seiner ungezügelten Energie und seinem Forscherdrang freien Lauf lassen und vorausrennen. Sie lächelte. Er freut sich, informierte sie Rolf. Der brummte nur. Auch darüber lächelte sie. Weiter marschierten sie Seite an Seite. Rolf? Ja? Gestern hatte ich Sarah in meinem Kopf. Warum sagst du mir das? Willst du mir sagen, dass du jetzt verstehst, wie es sich anfühlt, wenn da unaufgefordert irgendwelche Stimmen drin rumspuken? Nein, Rolf. Darum geht's nicht. Ich mach das ja auch gar nicht mehr bei dir. Stimmt. Also, worum geht's dann? Naja, erstens frage ich mich, wie sie mich überhaupt gefunden hat, und zweitens, ich hab sie rausgeschmissen. Ich weiß aber nicht, wie genau ich das gemacht habe. Rolf, ich glaube, wir haben noch viel zu lernen. Du auch, fürchte ich. Hm,
Der Gedanke gefiel Rolf nicht und Mariam konnte das hören. Denn schließlich konnte ja auch sie in Rolfs Gedanken herumspuken, wie er es gerade bemängelt hatte. Also musste nicht nur Mariam lernen, wie man Leute aus dem eigenen Kopf fernhielt, sondern auch Rolf. Dieses Kommunizieren, das schien jede von ihnen zu können, jede von den Hexen, wenn man so wollte. Aber Sarah schien da eine ganz besondere Begabung zu haben, dafür in den Köpfen von anderen herumzuspuken. Sie konnte Leute wegsehen lassen. Vielleicht konnte sie sie auch andere Dinge tun lassen. Sie sprach mit Rolf über diesen Gedanken. Oh, glaubst du, dass wir ihr eigentlich gar nicht helfen wollen? Dass sie uns irgendwie verzaubert hat? Mariam horchte in sich hinein. Nein, das glaube ich nicht, sagte sie. Aber ich glaube, dass sie es vielleicht könnte, wenn sie es wollte. Ich muss von ihr lernen, so viel ich kann. Ich fühle mich nicht wohl damit, Mariam. Aber du hast recht. Es ist eine neue Realität. Wir müssen lernen, damit umzugehen. Rolf hatte sich selbst verbessert, damit Mariam nicht merken würde, dass er sich langsam aber sicher aus der großen Gleichung herausnahm. Nicht, weil ihm die neue Welt nicht gefiel, aber er wollte sie darauf vorbereiten, dass er nicht immer bei ihr sein würde. Natürlich, er würde diesen Tag nach besten Kräften hinauszögern. So viel war sicher. Aber die Natur nahm nun mal ihren Lauf, egal was der Mensch davon halten wollte. Vielleicht noch 1 oder 2 Jahre, vielleicht auch 5 oder 8, dann würde er zu nichts mehr zu gebrauchen sein. Dann wäre er nur noch eine Belastung für Mariam, eine Gefahr, eine lästige Verpflichtung. Natürlich teilte er ihr diese Gedanken nicht mit. Wozu sie damit belasten? Aber umso wichtiger war es, dass sie in Hochstadt Fuß fassen konnten. Natürlich nur, wenn der Ort zum Leben taugte. Aber zu wissen, dass Mariam in einer Gesellschaft integriert war, wenn er einmal nicht mehr wäre, der Gedanke gefiel Rolf. Um die Mittagszeit machten sie eine Rast. Sie aßen nicht zu viel, um nicht träge zu werden, aber sie machten eine Weile Pause. Mariam überlegte, Tabs zurückzurufen, aber er war etwa 1 Stunde voraus. Dennoch tastete sie nach seinem Geist, sah durch seine Augen. Im Grunde wollte sie ihm nur zu verstehen geben, dass sie noch da war und dass alles in Ordnung war. Aber als sie sich seiner Sinne bediente, war irgendetwas Seltsames im Gange. Sie spürte Aufregung, Angst, Aggression. Sie schmeckte Blut. Hatte er gejagt? Hatte er seinen ersten Jagderfolg? Nein. Sie war sicher, dass es nicht sein Blut war, das sie mit seinen Sinnen schmecken konnte. Aber sie fühlte, dass er Schmerzen hatte. Sie fühlte genauer nach. Er war nicht schwer verletzt, aber eine Verletzung hatte er definitiv. Einen recht langen Kratzer am Rücken. Sie bewegte seinen Kopf hin und her, so wie sie es auch während ihres Überfalls auf die Mörderbande getan hatte. Von links nach rechts, dann befahl sie ihm, sich umzudrehen und tat dasselbe noch einmal. Rings um Tabs verteilt lagen tote Vögel. Eine sehr große Krähe, ein Bussard und ein anderer Raubvogel, den Mariam nicht kannte. Sie befahl Tabs, näher heranzugehen. Als der junge Wolf sich bewegte, spürte Mariam, dass er noch mehr Verletzungen am Rücken hatte. Die waren nur noch oberflächlicher. Sie fühlten sich scharf an mit seinen Sinnen, brennend und schneidend. Sie sorgten dafür, dass er aggressiv war. Mariam gab ihm die Kontrolle über seinen Körper zurück, blieb aber in seinem Geist. Sie fühlte, wie der junge Wolf sich ein wenig beruhigte. Er mochte es ebenso wenig, ferngesteuert zu werden, wie Mariam Eindringlinge in ihrem Kopf haben wollte. Natürlich, er akzeptierte ihre Befehle und Kommandos. Noch zumindest. Unwillkürlich fragte sie sich, wie es wohl sein würde, wenn er älter war. Aber das war jetzt nicht das Wichtige. Die ganze Sache war sehr seltsam.
Wenn ein Raubvogel sich den falschen jungen Wolf als Beute aussucht, dann war das eine Sache. Nein, genau genommen war es schon seltsam genug, dass das überhaupt ein Vogel versucht hatte. Tubbs war nun wirklich weder eine Wühlmaus noch ein Kaninchen. Das passte nicht. Und es sah verdammt danach aus, dass es drei Vögel gewesen waren. Drei Vögel verschiedener Art, die gleichzeitig auf den jungen Wolf losgegangen waren. Nein, hier stimmte etwas nicht. Sie musste das mit eigenen Augen sehen. Ein Dutzend Meter entfernt gab es einige Bäume. Sie befahl Tubbs, dort auf sie zu warten. Im Schatten unter den Ästen. Da wäre er vom Himmel aus nicht zu sehen. Mariam öffnete ihre Augen und fragte Rolf, alles okay? Mariam nickte und schüttelte dann den Kopf. Es geht ihm gut, aber da ist etwas, was wir uns ansehen müssen, Rolf. Wir müssen los. Mit wenigen Worten hatte Mariam Rolf die Lage erklärt und er hatte verstanden, warum sie nun ein wenig schneller gehen mussten. Daher brauchten sie auch keine Stunde, um zu der Stelle zu gelangen, sondern etwa 2/3 der Zeit. Rolf und Mariam standen etwas ratlos da und sahen auf die toten Vögel hinunter. Rolf tat das etwas länger, denn Mariam begrüßte zunächst einmal Tubbs. Schließlich meinte Rolf, das ist ein Kolkerabe. Das waren die Worte, die er sagte. Was er allerdings meinte, war, verdammte Scheiße, sowas habe ich noch nie gesehen. Er sah zu Mariam und Tubbs hin. Und du meinst, die haben ihn angegriffen, ja? Mariam nickte. Ja, schau mal, die Kratze hier und hier. Alle am Rücken. Und da hat ihn einer der Vögel mit dem Schnabel erwischt. Tubbs winselte. Er ließ Mariams Untersuchung nur über sich ergehen, weil sie in seinem Geist war. Sie entließ ihn. Tubbs sprang ein paar Sätze, was Rolf widerwillen amüsierte. Dann blieb der junge Wolf in, für ihn, sicherer Entfernung stehen und beobachtete sie. Wahrscheinlich weiß er nicht mal, was das ganze Theater hier soll. Die Vögel haben ihn gepiekt und er hat sie platt gemacht, dachte Rolf und kratzte sich den Bart. Laut sagte er noch einmal, Kolkrabe. Mariam nickte und kam zu ihm herüber. Ja, wirklich ein großes Vieh. Und das da, ist das ein Habicht oder ein Bussard? Ist ein Bussard, sagte Mariam. Ja, sagte Rolf. Das andere Tier, das dritte, lag etwas weiter weg. Und das da? Mariam deutete auf die Stelle. Rolf ging hinüber, hob den toten Körper auf, betrachtete ihn und ließ ihn wieder fallen. Sieht aus wie ein kleiner Adler, aber sicher bin ich mir nicht. Das ist auch gar nicht das Seltsame an der Sache, oder? Mariam wusste, was er meinte, aber sie ließ ihn weitersprechen. Tubbs ist viel zu groß, als dass sie ihn als Beute angesehen haben könnten. Warum also haben sie ihn angegriffen? Und wie hat er sie gekriegt? Alle drei hat er gekriegt. Das kann doch für einen Wolf nicht so einfach sein, Vögel aus der Luft zu pflücken. Diesen Aspekt hatte Mariam in ihren Gedanken noch gar nicht berücksichtigt. Ich weiß es nicht, sagte sie. Allerdings musste sie nicht lange darüber nachdenken, bis ihr ein möglicher Grund dafür einfiel. Wenn sie Tubbs Körper direkt steuerte, dann waren seine Bewegungen ungelenk, unnatürlich, nicht seiner Art entsprechend. Sie fühlte Rolfs Blick auf sich ruhen. Er hatte dasselbe gedacht, hatte nur abgewartet, bis sie zum selben Schluss gekommen war wie er. »Du meinst also jemand?« »Jemand hat die Vögel gesteuert.« »Ja, Mariam.« Unwillkürlich schauten beide zum grauen Himmel hoch. Im Moment war dort nichts zu erkennen. Keine großen, kreisenden Silhouetten oder ähnliches. Aber in Zukunft werden sie wohl gut beraten, öfter einmal den Blick gen Himmel zu richten. »Rolf?« fragte Mariam. Rolf sah sie an, nickte ihr zu, dass sie sprechen sollte. »Glaubst du...« »Das war Sarah? Mit den Vögeln?« Rolf runzelte die Stirn, wie nur er es konnte. Er überlegte, aber nicht allzu lange. »Nein, glaube ich nicht. Warum sollte sie?« »Ja, warum sollte sie? Du hast recht.« Mariam rief Tubbs noch ein weiteres Mal zu sich. Sie schaute sich die Wunden noch einmal ganz genau an.
Nichts davon sah gefährlich aus, nichts davon wirkte entzündet. Bevor sie den jungen Wolf wieder entließ, wusch sie ihm das Fell aus mit etwas Wasser aus ihrer Trinkflasche. »Fertig?« fragte Wolf. »Wir sollten dann weiter.« Je näher Mariam und Rolf der Erhebung kamen, desto beeindruckter waren sie von ihrem Anblick. Der Boden war jetzt extrem feucht, beinahe schon nass. Das Rauschen des Wasserfalls war laut. Es übertönte sogar das Geräusch des Windes, der von der Erhebung herwehte. Es war irgendwo zwischen frühem Nachmittag und spätem Abend, als Rolf bemerkte: Cornwall. Was? Cornwall, die Küste von Cornwall. So sieht das hier aus. Ich war da noch nie, ich habe nur Bilder gesehen und Filme. Aber so stelle ich es mir vor, wenn man auf die Küste von Cornwall zusegelt. Nur, dass wir nicht in einem Meer sind. Mariam versuchte die Erhebung durch seine Augen zu sehen, versuchte zu verstehen, was er meinte, und sie glaubte, dass ihr dies ganz gut gelänge. Sie selbst war ebenfalls noch nie an der Küste von Cornwall gewesen, noch nicht einmal am Meer. Aber obwohl sie noch sehr klein gewesen war, als der große Krieg alles vernichtet hatte, Bilder von einer Küste hatte sie schon gesehen, auch von so einer felsigen wie dieser hier. »Ganz schön steil«, sagte sie, »und dann ganz schön hoch auch.« Sie steuerten direkt auf den Wasserfall zu, waren vielleicht noch einen oder zwei Kilometer entfernt. Rolf blieb stehen, betrachtete alles ganz genau. Mariam rief Tabs zu sich. Der junge Wolf war vorausgelaufen und es dauerte einen Moment, bis er neben ihr auftauchte. »Siehst du das? Neben dem See, der sich unter dem Wasserfall gebildet hat? Die Häuser?« »Ja, sehe ich.« »Es dürfte eine Wachstation sein. Nebendran ist noch ein Gebäude, vielleicht ein Stall.« »Und das andere? Das aussieht wie ein Tor?« »Ich glaube tatsächlich, das ist ein Tor. Schau dir mal dahinter den Felsen an. Da geht ein Pfad hoch. Wenn du ganz genau hinsiehst, kannst du es erkennen.« Mariam begutachtete die Szenerie noch einen Moment länger und beschloss, dass Rolf recht hatte. »Ein Wachhaus, ein flacheres Gebäude, in der Tat wahrscheinlich ein Stall und das Torgebäude. Vielleicht konnte man es auch eine Schleuse nennen oder so etwas. Auf jeden Fall sah es ganz danach aus, als müsste man dort durch, um nach Hochstadt oder generell nach oben auf die Erhebung zu gelangen. Sie legten weitere 500 Meter zurück. Der Boden war jetzt geradezu sumpfig. Das Wasser aus dem See durchtränkte ihn. Auch auf diese Distanz war Mariam noch vom Anblick des Wasserfalls und der Klippen beeindruckt. Sie ragten hoch auf, 80 oder 100 Meter vielleicht. Der Wasserfall mochte etwa 20 oder 30 Meter breit sein. Sie konnte vom Wind herangetragene Wasserpartikel auf ihrem Gesicht spüren. Fast wie Regen, nur viel sanfter. Aber kein Wunder, sie waren ja auch noch ein ganzes Stück weit weg. Je näher sie der Stelle kamen, desto öfter mussten sie Bachläufe und Rinnsale überqueren. Hier und da gab es auch größere Pfützen oder Tümpel. Um sie herum hatten sich Ansammlungen von größeren Schilfgewächsen und Haine gebildet. Die Klippe oder die Erhebung war größer, als sie zunächst gedacht hatten. Rolf schätzte die Breite auf mindestens 15 Kilometer. Und in die andere Richtung, also von ihnen fort. Naja, wer wusste schon, wie weit sie in dieser Richtung ins Land hineinwuchs. »Beeindruckend«, murmelte er. »Es ist wie ein Berg, dem man die oberen 80% einfach abgeschnitten hat.« »Ja«, sagte Mariam. »Ja, diese Erhebung. Sie gehört nirgendwo hin, im Grunde genommen. Langsam aber sicher kamen sie an ihrem Ziel an. Von der Größe der Erhebung war Mariam in der Tat mehr als nur ein wenig beeindruckt. Der Wasserfall, der See, der sich darunter gebildet hatte. Von dort aus kroch das Wasser in das umgebende Land hinein. Das Rauschen war jetzt lauter. Der Anblick insgesamt war unwirklich, fühlte sich nicht richtig an. Wie so vieles seit dem Roten Bruch. Aber sie waren nun einmal da. Der Rote Bruch hatte stattgefunden und sie hatten ihn überlebt.
Jetzt mussten sie mit dem klarkommen, was er ihnen gelassen hatte. Und es sah ganz so aus, als würden die Menschen von Hochstadt das Beste aus ihrer Situation machen. Ja, die Menschen. Mariam konnte jetzt welche sehen. Durch Tabs Augen zwar nur, aber das verriet ihr einiges. Um die Häuser herum, die rechts des Sees gebaut worden waren, da waren Menschen und nicht wenige. Mindestens ein Dutzend und 10 davon waren bewaffnet. Diese 10 trugen dieselben auffälligen Pelzumhänge. Dunkel, fast schwarz. Auf die gleiche Art geschnitten und mit Kapuzen versehen. Eine Art Uniform. Das müssen die Wachen sein, überlegte Mariam. Sie hatte Tabs befohlen, innezuhalten. Hatte ihm gesagt, er solle sich verstecken, und das hatte er getan. Durch seine Augen hindurch beobachtete sie, wie ein Mann und eine Frau, die einen Karren hinter sich herzogen, von den Männern angehalten wurden. Das Gespräch war kurz. Offenbar kannte man sich. Die beiden mit dem Karren wurden ohne viel Aufhebens darum zu machen, zu dem Torgebäude geführt. Die dicken Torflügel bestanden teilweise aus Holz, teilweise aus Metall, Wellblech und anderen Stoffen. Tabs erschrak ein wenig, als er das Geräusch hörte. Natürlich, dachte Mariam, so etwas hat er noch nie gehört. Ein mechanisches, quietschendes, hässliches Geräusch, vermischt mit dem Knarren von Holz. Aber naja, er hat noch viele erste Male vor sich. Ist er noch so jung? Mariam seufzte, als sie an ihr erstes Mal dachte, mit Frank und wie es geendet hatte. Aber dafür war jetzt keine Zeit. Sie beobachtete weiter durch Tabs Augen. Die beiden mit dem Karren kamen jetzt auf der anderen Seite des Torgebäudes wieder heraus. Sie quälten sich einen schmalen und steilen Pfad hoch. Der verlief mehr oder weniger in Serpentinen im Fels der Klippe entlang. An manchen Stellen mochte er natürlich entstanden sein, aber Mariam glaubte, dass man an anderen Stellen mit Hammer und Meißel nachgeholfen hatte. Was muss das für eine Arbeit gewesen sein, überlegte sie. Diejenigen der Hochstädter, die zuerst hier angekommen waren und beschlossen hatten, hier oben zu siedeln, es mussten viele gewesen sein, andernfalls wäre so etwas gar nicht möglich gewesen. Während sie neben Rolf herlief, beobachtete sie noch eine ganze Weile weiter durch Tabs Augen hindurch, wie die beiden mit dem Karren sich den Pfad hochquälten. Dann warf sie noch einen etwas genaueren Blick auf die Wachen mit ihren schwarzen Fellumhängen. Es waren nicht nur Männer. Es waren auch Frauen unter ihnen. Allerdings war es ein Mann, der ihr Anführer zu sein schien. Er war nicht der Größte und nicht der, der am gefährlichsten aussah. Aber er war, soweit Mariam das sagen konnte, der Älteste. Er war mit einem Speer bewaffnet und an seinem Gürtel konnte Mariam ein Revolverhalfter sehen. An seinem Mantel, der bei genauerem Hinsehen nicht mehr wirkte wie ein Umhang, war am Revers eine Brosche angebracht. Mit Tabs Augen hatte Mariam das nur entdecken können, weil Licht darauf gefallen war. Sie konnte es glitzern sehen. Und jetzt, wo sie es einmal gesehen hatte, achtete sie auch bei den anderen darauf. Ja, sie alle trugen Broschen am Revers. Wahrscheinlich für die Hierarchie oder so, überlegte Mariam. Dann blieb sie mit dem Fuß an einem Stein hängen, stolperte und fiel hin. Rolf lachte. Willkommen zurück bei mir, Mädchen. Du solltest das nicht machen, während du läufst. Ah, du hättest mich warnen können. Jupp, hätte ich. Aber dann hättest du nichts gelernt. Mariam rappelte sich wieder hoch. Sie hatte den Kontakt zu Tabs nicht ganz verloren. Sie hielt einen Moment inne. Etwas fühlte sich eine Winzigkeit anders an in ihrem Kopf. Sie erkundete dieses Gefühl. Sie erkundete es und verharrte für einen Moment. Mariam, was ist los? Ist alles in Ordnung? Sch, machte sie. Sie hob die Hand zum Zeichen, dass Rolf etwas auf seine Antwort würde warten müssen. Sie tastete etwas weiter in ihrem Kopf herum. Ja? Ja, so ging es. Wenn sie sich auf eine ganz bestimmte Weise konzentrierte, dann konnte sie... Ha, ich weiß jetzt, wie man's macht, Rolf. Wie man gleichzeitig hier und dort sein kann. Und zwar ohne Steine zu übersehen. Klasse, Mädchen. Bin mal gespannt.
Rolf grinste immer noch. Auch Mariam musste kurz lachen. Einen Moment später meinte Rolf dann aber, »Mariam, was machen wir mit Tabs?« »Wie meinst du das?« »Mariam, für die Leute dort ist er ein wildes Tier, ein Wolf. Ich glaube nicht, dass die einen Wolf in ihrer Stadt haben wollen. Nicht mal einen so kleinen.« »Oh, an so etwas hatte Mariam überhaupt nicht gedacht. Und wenn wir ihn vielleicht an ein Seil oder so?« Rolf schüttelte den Kopf. »Ich meine, ich bin nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass sie das akzeptieren werden.« »Oh, hast du dort bei den Häusern irgendwelche Hunde gesehen?« »Nein, keine Hunde«, antwortete Mariam. »Naja, das ist erstmal gut, aber in der Stadt wird es sicher welche geben. Und Hunde und Wölfe, die kommen nicht gut miteinander aus, mal von allen anderen Problemen abgesehen.« Mariam nickte langsam. »Okay, Rolf, dann warten wir erstmal auf ihn. Er ist zu uns zurück unterwegs. Ich will mir seine Wunden noch einmal anschauen. Wenn ich sicher bin, dass es ihm gut geht, dann sage ich ihm, er soll sich ein Versteck suchen. Aber es muss ein gutes Versteck sein, hörst du, Rolf?« Mariam dachte an die drei großen Vögel. »Na klar«, sagte Rolf, der sofort verstanden hatte, was sie meinte. Einmal mehr brachte ein etwas stärkerer Windstoß ihnen feuchte Luft. Rolf atmete tief ein, fühlte sich erfrischt. Er schloss die Augen, genoss den Wind. Dass Mariam so bereitwillig auf seinen Vorschlag eingegangen war, den jungen Wolf erstmal nicht mitzunehmen, das beruhigte ihn. Es zeigte ihm, dass ihre Gedanken sich nicht so weit von seinen entfernt hatten, dass er sich Sorgen machen musste. Dass ihre Realität trotz des neuen, großen Unterschiedes zwischen ihnen beiden, dass ihre Realität noch dieselbe war. Nein, natürlich war es nicht dieselbe. Aber ihre Realitäten waren sich noch ähnlich genug. Die Kluft zwischen ihnen war nicht unüberbrückbar. Eher wie eines der Rinnsale, die sie auf dem Weg hierher überquert hatten. Nicht wie ein breiter Fluss, der an einem Wasserfall endete. Rolf suchte den Himmel ab. Das tat er inzwischen automatisch. Keine Vögel. Zumindest keine, um die man sich Sorgen machen müsste. Als er seinen Blick wieder nach unten lenkte, saß Mariam auf einem umgestürzten Baumstamm in der Nähe. »Komm, Rolf, setz dich zu mir. Wir warten auf Tabs.« Rolf stopfte zu ihr hinüber, setzte sich neben sie. Es tat seinen müden Knochen gut, sitzen zu können. Ihre Rast allerdings währte nicht lange. Mariam legte ihren Kopf an seine Schulter. Eine Geste der Vertrautheit. Rolf fühlte sich so gut, dass er beinahe gelächelt hätte. Kurz darauf raschelte es im Unterholz, ganz leise, und dann stand Tabs vor ihnen. Er kam zu ihnen hinüber und legte seinen Kopf auf Mariams Knie. Mit einer Hand kraulte sie ihn, mit der anderen fuhr sie durch sein Fell. Die Wunden und Kratzer, die er sich im Kampf mit den Vögeln zugezogen hatte, hatten nicht erneut zu bluten begonnen. Von Mariam fiel ein Gewicht ab, von dem sie nicht einmal gewusst hatte, dass es da gewesen war. Es war okay, ihn vorerst hier zurückzulassen. Sie kramte in ihrem Rucksack. Behende holte sie mehr als die Hälfte des gebratenen Fleisches heraus, das sie noch bei sich hatte. Tabs fraß sie auf der Hand und sie sorgte dafür, dass er sich richtig satt fraß. Satt bis zum Anschlag. Erst dann gab sie ihm den Befehl, einer geeigneten Stelle zu warten. An einer Stelle, die aus der Luft nicht gut zu entdecken war. Sie sagte ihm, dass er den Himmel beobachten sollte. Sie sagte ihm, dass er Menschen meiden sollte. Sie sagte ihm, dass er schlafen sollte. Ja, schlafen sollte er, und er sollte warten, bis sie sich wieder bei ihm meldete. In seinen seltsamen wölfischen Emotionen fühlte sie eine gewisse Traurigkeit. Die fühlte sie auch. Die Trennung gefiel ihr nicht, aber sie musste wohl sein, da hatte Rolf recht. Dennoch, da war ein schmerzhaftes Stechen in ihrer Brust. Irrational, das wusste sie, aber es war da. Sie sah ihm nach, während er hinfort tapste, sich auf die Suche machte. »Er ist schon ein Prachtkerl, oder?« »Jupp«, meinte Rolf. Dann knuffte er sie freundschaftlich gegen die Schulter. »Komm schon, Mädchen, wir gehen weiter.
Wir wollen bei Tageslicht ankommen. Die Leute sind dann in der Regel weniger misstrauisch. Fremde in der Nacht, das ist was ganz anderes als Fremde am Tag. Ja, da hast du wohl recht, Rolf. Sie gingen weiter. Maria musste sich zwingen, nicht alle paar Sekunden nach Tabs Geist zu tasten. Nach einer Weile gelang es ihr immer besser. Aber das Bedürfnis verflog nie ganz. Einige Zeit später, vielleicht 2 Stunden vor Sonnenuntergang, kam sie an ihrem Ziel an. Unterwegs hatte Mariam Rolf davon berichtet, was sie durch Tabs Augen hindurch gesehen hatte. Sie beide hatten beschlossen, möglichst harmlos wirken zu wollen. Rolf hatte seine Maschinenpistole im Rucksack verstaut. Mariam wusste, dass er sich auf diese Art und Weise nicht gerne fortbewegte. Aber es war seine eigene Idee gewesen. Er würde es überstehen, lächelte sie innerlich. Aus der Nähe und durch menschliche Augen betrachtet, wirkten die Gebäude größer. Noch waren Mariam und Rolf von den Wachen nicht entdeckt worden. Sie standen noch in einem Hain. An diesen Hain schloss sich eine Fläche von vielleicht 500 Metern an, auf der nichts wuchs. Man konnte sehen, dass dies menschlicher Arbeit zu verdanken war. Sie hielten die direkte Umgebung vor dem Tor also von Pflanzen frei, was natürlich Sinn machte. Hoch ragte die Klippe vor ihnen auf. Sicher haben sie dort oben noch Wachtposten, überlegte Rolf leise. Ja, ganz bestimmt, bestätigte Mariam. Sie betrachtete die Gebäude etwas genauer. Sie bauen viel mit Holz, aber sie benutzen auch Stein und alles, was sie sonst so finden. In der Tat, die Wände und Dächer der Gebäude, das Wachhaus, das sie für einen Stall hielten, und das Torgebäude waren nur zu etwa 2/3 aus Holz gezimmert. Gerade im unteren Bereich der Wände hatte man auf Stein gesetzt und hier und da schimmerte noch Metall durch. Autotüren zum Beispiel, Containerblech, was man ebenso finden konnte. Ja, bauen können sie aber. Mariam nickte auf Rolfs Bemerkung hin. Die Gebäude machten einen soliden Eindruck. Da hatte Rolf recht. Ihr fiel auf, dass 3 der Wachen sich die meiste Zeit über in der Nähe des Anführers aufhielten. 4 waren beim Torgebäude, 2 andere vor dem Stall. Eine befand sich in der Nähe des Sees, der sich unter dem Wasserfall gebildet hatte. Auch dieser See war größer, als sie es erwartet hatten. Und das Rauschen des Wasserfalls? Dort, wo die Wachen sich befanden, musste es wirklich laut sein. Mariam fragte sich, wie sie dieses Rauschen aus der Nähe über längere Zeit hinweg aushalten konnten. Aber sie hatten die Landschaft ja nicht selbst gestaltet. Das war der Rote Bruch gewesen. Der Pfad, der hinter dem Torgebäude begann, war nun einmal dort, wo er war. Wahrscheinlich war er der einzige Weg nach oben. Die Frage also, ob man so nah an den Wasserfall heran wollte mit den Gebäuden, hatte sich nicht gestellt. Eine Weile dachte sie noch über diese Sachzwänge nach, dann zuckte sie innerlich mit den Schultern. Immerhin hatte man immer frisches Wasser. So schlecht war die Lage also auch nicht. Sie gebot ihren Gedanken Einhalt. Komm, Rolf, wir gehen hin. Rolf nickte und sie traten aus dem Gehölz hervor. Seite an Seite gingen sie in einer geraden Linie auf die Gebäude zu. Es dauerte danach nicht lange, bis sie von den Wachen entdeckt wurden. Rolf konnte den Vorgang genau beobachten. Eine Gestalt rannte zu der Vierergruppe hin, die sich um den Anführer herum gebildet hatte. Das ist wohl der mit den besten Augen, dachte Rolf. Mithilfe ausufernder Gesten machte der Mann seinen Vorgesetzten zuerst auf sich und dann auf die Neuankömmlinge aufmerksam. Zu 5 warteten sie, die Blicke Mariam und Rolf zugewandt, bis diese auf Rufweite herangekommen waren. Aufgrund des Rauschens des Wasserfalls und des Windes, der noch immer stark von Norden heranwehte, konnte Rolf die Worte nicht genau verstehen. Aber er wusste, was man in einer solchen Situation rufen würde. »Hey, wer seid ihr? Macht bloß keine Dummheiten, keine hastigen Bewegungen.« Und in der Tat, eine der Wachen hatte einen Bogen in den Händen. Die Hand des Anführers lag auf dem Griff seines Revolvers. In der anderen hielt er seinen Speer. Eine andere
zog eine Armbrust von ihrem Rücken, die vierte ebenfalls einen Bogen. Der Anführer machte dann eine winkende Bewegung und diejenige Wache, die ihre Ankunft gemeldet hatte, verzog sich wieder. Rolf hatte seine Schritte instinktiv verlangsamt und streckte seine Hände zu den Seiten hinaus, die Handflächen den Wachen zugewandt. Mariam aber stopfte einfach weiter. Oh, verdammt, sie ist wieder bei Tabs, dachte Rolf. Bevor sie sich zu weit von ihm entfernen konnte, gab er ihr einen Schubs. Hey, Mädchen, ich brauch dich jetzt hier. Ja, Rolf, Entschuldigung. Für einen Moment wirkte Mariams Gesicht fast wieder kindlich. So, als habe man sie beim Süßigkeitenklauen erwischt. Ach, Mädchen, dachte Rolf. Da er ihre Aufmerksamkeit jetzt hatte, streckte er die Arme demonstrativ noch etwas weiter zu den Seiten hinaus. Sie verstand, imitierte seine Geste, dann wandten sie sich zusammen den Wachen zu. Etwa 5 Meter von ihnen entfernt blieben sie stehen. 4 oder 5 Sekunden lang sagte keiner ein Wort. Sie musterten sich nur. Der Anführer mit Speer und Revolver hatte nicht nur schwarz-graue Haare, sondern auch graue Augen. Die Brosche am Revers seines Mantels, der tatsächlich aus dunklem Wildschweinfell gefertigt wird, zeigte ein H. Die Broschen an den Mänteln der 3 anderen zeigten ein W. Mariam hatte also richtig gelegen. Diese Broschen waren so etwas wie Rangabzeichen. Eine der beiden Wachen, die Bögen in Händen hielten, war eine Frau. Sie war brünett mit gelocktem Haar zu einem Pferdeschwanz gebunden. Ihre Augen leuchteten in einem Grün, das Mariam noch nie gesehen hatte. Der mit der Armbrust trug noch einen Knüppel aus einem Eisenrohr gefertigt an seinem Gürtel. Er war einer von diesen großen, schlanken Typen. Dünn, fast schon. Der andere war so etwas wie sein Gegenteil. Untersetzt, kräftig, aber nicht fett, mit einer breiten Nase und einer Glatze. An seinem Gürtel hing ein Messer. Der große Dünne mit der Armbrust hielt sich ein Stück abseits, damit er ein gutes Schussfeld hatte. Er war der Einzige, der vage in ihre Richtung zielte. Der Mann und die Frau mit den Bögen hatten zwar Pfeile aufgelegt, aber die Sehnen nicht durchgezogen. Der Anführer hielt seinen Speer senkrecht. Jetzt nutzte er ihn wie einen Gehstock, ohne dabei gebrechlich zu wirken, und trat einen Schritt vor. »Willkommen am Fallbecken«, sagte er mit einem Nicken in Richtung Wasserfall und See. »Wer seid ihr und was wollt ihr hier?« »Wir ziehen rum, suchen unseren Platz«, antwortete Rolf. »Ja, wir kommen von den Bergen im Süden. Da ist es nicht so gut.« Der Anführer musterte erst Rolf und dann Mariam. »Was bedeutet nicht so gut in eurem Fall? Hunger? Räuber? Tiere? Was?« »Naja, mehr oder weniger alles. Die Gewichtungen wandeln sich von Monat zu Monat«, meinte Rolf. »Aha. Und jetzt wollt ihr nach Hochstadt?« Mariam nickte. »Ja, wenn dieser Ort dort oben Hochstadt heißt. Wir waren nur neugierig. Man sieht diesen Platz schon aus weiter Ferne. Wir wollten einfach nur wissen, was es damit auf sich hat. Und dann haben wir die Häuser gesehen. Da wurde das Ganze dann natürlich noch interessanter.« Rolf nickte bekräftigend. »Wir sind gute Leute. Wir können arbeiten. Wir fallen niemandem zur Last. Wir würden uns unseren Platz verdienen, falls ihr uns wollt.« Der Anführer Rolf nahm an, dass das H an seinem Revers Hauptmann bedeuten sollte, hob lachend die Hände. »Falls wir euch nehmen, mach mal langsam großer. Normalerweise kommen nur Händler durch dieses Tor und Ware habt ihr nicht dabei. Eigentlich müsste ich euch abweisen. Konsequent, so lautet mein Befehl. Aber irgendwie, was kannst du denn?« Rolf machte sich ein Stückchen größer. »Alles, was ihr könnt und noch ein bisschen mehr. Ich bin vielseitig.« Es war die falsche Antwort, was den Anführer anging. Das konnte Mariam sofort in seinem Gesicht ablesen. Schnell sagte sie, »Schmieden. Er kann schmieden. Wir waren in Lohnedorf. Da hat er in der Schmiede gearbeitet.« »Aha«, sagte der Anführer wieder. Er sah sich kurz zu seinen 3 Wachen um. »Gerrit, du kannst die Armbrust jetzt runternehmen. Ich glaube, wir können uns entspannen. Lohnedorf, sagst du, Mädchen? Davon habe ich noch nie gehört.« Mariam nickte. »Ja, Lohnedorf.
Ist das eine Stadt? Ist ein Dorf? Erklärte Wolf das für ihn Offensichtliche. Deswegen heißt's ja so. Ja, ergänzte Mariam. Ein Dorf, aber es hat eine Mauer. Der Anführer warf Rolf einen langen Blick zu. Ein Dorf mit einer Mauer scheint mir doch ein ganz guter Platz zu sein, oder nicht? Und von dort seid ihr weg. Über die Berge im Süden, im Winter. Da fragt man sich doch, warum? Habt ihr dort etwas verbrochen? Einer von euch vielleicht? Sah zuerst Mariam an und dann Rolf. Beide schüttelten die Köpfe. Warum dann? Rolf sah Mariam an. Sein Gesicht zeigte eine Mischung aus Aufforderung und Mitleid. Ich habe dort meinen Mann verloren. Der Anführer sagte eine Weile nichts, musterte sie nur. Tut mir leid zu hören, aber du bist jung. Vielleicht findest du hier einen neuen. Ganz bestimmt sogar, mischte sich einer der Wachen ins Gespräch ein. Es war der Glatzkopf mit der breiten Nase. Er grinste schmierig. Der Anführer drehte sich zu ihm um. Halt's Maul, Tom. Geh und mach das Abendessen fertig. Für zwei Leute mehr. Die beiden bleiben heute hier. Celia? Wandte der Anführer sich an die Frau. Celia, du gehst hoch in die Stadt. Klapper die Schmieden ab. Frag, ob sie jemanden brauchen, der ihr Handwerk versteht. Der Mann trifft seine Entscheidung schnell, dachte Rolf bei sich. Der Anführer wandte sich wieder ihnen zu. Ihr beide. Ihr kriegt einen Platz zum Schlafen und etwas zu essen. Und wenn wir dort oben Verwendung für euch haben, dann könnt ihr durch. Danke, sagte Mariam. Rolf nickte bestätigend und fügte an. Das ist sehr großzügig. Gut, dann kommt mir nach, sagte der Anführer und stapfte davon. Mariam hatte erwartet, dass sie in die Mitte genommen werden würden. Aber das geschah nicht. Die anderen beiden Wachen, der mit der breiten Nase und der Glatze und der lange Dünne mit der Armbrust, liefen ihrem Anführer einfach hinterher. Bis sie am Wachgebäude ankamen, drehte sich keiner der Wachen noch einmal zu Mariam und Rolf um. Das ermöglichte ihnen, leise miteinander zu sprechen. Ich glaube nicht, dass sie uns als eine Gefahr sehen, und solange das so ist, da sind wir wohl sicher, würde ich sagen. Da könntest du recht haben, Mariam. Ich bin mal gespannt, was sie uns da drinnen auftischen wollen. Aber hast du gehört, wir sollen hier übernachten? Naja, es ist schon Abend. Wer weiß schon, wann diese Celia zurückkommt? Ha, sagte Rolf. Mariam konnte sehen, dass er überlegte. Immer wieder warf er dabei Blicke zum Torgebäude und zur Felswand hin. Mariam ahnte, was ihm durch den Kopf ging. Ja, ganz schön groß. Die Ebene dort oben muss riesig sein. Vielleicht ist Hochstadt noch weiter entfernt, als wir uns das gerade vorstellen. Kann sein, dass sie ja ganz schön lange brauchen wird. Ja, könntest du recht haben, Mariam. Dann nickte Rolf zum Stallgebäude hinüber. Falls dieses Hochstadt noch weit entfernt sein sollte, dann haben sie dort oben. Nun nickte er zur oberen Kante der Felswand. Sicher auch so eine Anlage aufgebaut wie hier. Ein Wachhaus, ein Stall, vielleicht auch einen Turm. Mit einem Pferd ist sie vielleicht schneller. Ja, kann sein, Rolf. Aber so oder so. Vor morgen Mittag wird sie nicht wieder da sein. Ja, davon können wir wohl ausgehen. Außerdem können wir nur hoffen, dass sie dort oben wirklich gerade einen Schmied brauchen oder zumindest einen Gehilfen. Aber guter Einfall, Mariam. Hast die Sache gerettet. Mariam sagte nichts darauf. Der Anführer der Wachen erreichte das Hauptgebäude. An der Tür blieb er stehen und drehte sich zu ihnen um. Dann kommt mal mit rein, ihr zwei. Ich gebe euch was zu essen und dann unterhalten wir uns ein wenig. Tom, Gerrit, ihr wisst ja, wo ihr eingeteilt seid. Die beiden sahen nicht begeistert aus, aber sie gehorchten dem Befehl. Sie wandten sich ab und stapften in Richtung des Stallgebäudes. Den Geruch nach Pferd konnte man deutlich wahrnehmen. Dicht hinter Mariam betrat Rolf das Gebäude. Es war heller und machte einen insgesamt angenehmeren Eindruck, als Rolf es sich ausgemalt hatte. Wären in den Wänden nicht hoch angebrachte Glasfenster verschiedenster Größen gewesen, hätte es eine alte Wikingerhalle sein können. Zumindest so ähnlich stellte Rolf sich eine Wikingerhalle vor. An der Wand links der Tür war über die komplette Länge ein Regal angebracht worden. Lebensmittelvorräte, Werkzeuge und andere Utensilien.
Gegenüber der Tür stand ein großes Wasserfass. In der Mitte eine kreisrund gemauerte große Feuerstelle. Um die Feuerstelle herum Feldliegen. Die Liegen waren fächerförmig angeordnet, so dass jede gleich weit vom wärmenden Feuer entfernt war. Die Decke war hoch, vielleicht 4 oder 5 Meter, und über der Feuerstelle gab es eine Öffnung, damit der Rauch abziehen konnte. Auch Mariam ließ die Eindrücke auf sich wirken. Sie drehte sich einmal im Kreis, und Rolf tat es auch. An der Wand rechts der Tür befand sich noch ein Waffenregal. Speere, Bögen, Pfeile, Armbrüste, Bolzen, Schilde. Dazu noch 4 Gewehre. Neben den Gewehren eine Truhe, die mit einem schweren Vorhängeschloss gesichert war. Sicher die Munition. Ihr Gastgeber wartete höflich, bis sie sich umgesehen hatten. Dann meinte er, legt eure Sachen ab, wenn ihr wollt. Vielleicht nicht mitten in den Raum, legt sie da drüben zu unserem Kram. Er zeigte auf das große Vorratsregal links der Tür. Während Mariam und Rolf seinem Vorschlag entsprachen, sagte er, habe ich mich überhaupt schon vorgestellt? Ich bin Hauptmann Bernbach. Mariam konnte an seiner Stimme hören, dass er jetzt erwartete, dass auch sie sich vorstellten. Mariam, sagte sie, der Große ist Rolf. Diese Art, sich vorzustellen, machte Hauptmann Bernbach einen Moment lang stutzig. Ah, ihr seid also nicht Vater und Tochter, nein? Nein. Hauptmann Bernbach sagte nichts dazu. Er legte seinen Speer neben sich auf die Liege und schälte sich aus seinem Mantel aus Wildschweinfell. Rolf, der sich noch weiter umgesehen hatte, kam zu ihnen. Er trat neben Mariam. Wir reisen schon lange zusammen. Bernbach nickte. Mariam glaubte, einen Hauch von Eifersucht in seinen grauen Augen zu sehen. Wahrscheinlich hielt er sie für ein Paar. Er war in Rolfs Alter. Sicher hatte er keine so junge Gefährtin. Aber das war nur ein kurzer Impuls gewesen. Er hatte sich schnell wieder im Griff. Und ihr seid über die Berge gekommen. Im Winter, ja? Wir waren eingeschneit. Es gibt da eine Hütte. Wir hatten Glück, könnte man sagen. Glück? Entfuhr es Mariam. Rolf warf ihr einen warnenden Blick zu. Leiser murmelte sie. Ja, wir hatten Glück. Mit der Hütte. Hauptmann Bernbach begriff, dass sich hier gerade etwas abgespielt hatte, dessen Hintergründe er nicht kannte. Er begriff auch, dass es sich um ein sensibles Thema handelte. Also lenkte er das Gespräch von diesem Thema fort. Okay, geht mich ja nichts an. Alles gut. Er sah Rolf an, grinste sogar kurz, bevor er sagte, du hast sie nicht alle. Mariam erstarrte. Rolf machte sich größer. Sie sah, wie er Bernbach anblitzte. Bernbach aber lächelte nur und zeigte dann auf Rolfs rechte Hand. Du hast sie nicht alle. Dir fehlen Finger. Und du willst schmieden, ja? Rolf entspannte sich etwas. Mariam aber blieb wachsam. Das geht schon, Hauptmann. Ich zeig dir mal was. Mit diesen Worten stopfte Rolf zu seinem Rucksack und kam mit der Maschinenpistole in der Hand zurück. Er ließ das Magazin herausgleiten und steckte es in die Tasche. Vor Hauptmann Bernbachs Augen legte er sie an und befestigte sie in seinem rechten Unterarm. Ich kenne mich aus und ich bin erfinderisch. Ich finde Wege für fast alles. Außerdem habe ich noch eine andere Hand und eine erstklassige Gehilfin. Rolf nickte in Mariams Richtung. Okay, sagte Bernbach. Er schien nicht überzeugt. Ich sag's dir schon mal vorher, Großer. Sollte sich herausstellen, dass du falsche Versprechungen gemacht hast, dann müsst ihr wieder gehen. Neue Leute müssen etwas einbringen können. Die Stadt ist schon ziemlich voll. Rolf nickte verständig. Ist klar, kein Problem. Na dann ist hier gut, sagte Bernbach und stand auf. Eine schöne Waffe hast du da. Hast du vielleicht noch eine zum Tauschen? Eine oder zwei? Nein, haben wir nicht, sagte Mariam. Aber wir haben Gewehrkugeln, die nicht in seine Maschinenpistole passen. Vielleicht können wir ja da ein Tauschgeschäft machen. Sie deutete auf die verschlossene Truhe, die neben den Gewehren an der Wand stand. Da sind doch eure Kugeln drin, oder nicht? Bernbach nickte. Sie beendeten das Tauschgeschäft zügig. Bernbach hatte alle ihre Gewehrkugeln bekommen, ein paar Schrotpatronen, die sie noch übrig gehabt hatten, auch. Und Rolf hatte jetzt wieder 1,5 Magazine für die Maschinenpistole. Das macht dich hier zu einem ziemlich gefährlichen Mann. Gefährlich ist er auch so, antwortete Mariam.
Birnbach lachte. Ja, wahrscheinlich, aber wer ist heutzutage nicht gefährlich? Er ließ sich nicht leicht beeindrucken. Mariam betrachtete den Revolver, den er am Gürtel trug. Das, was sie vom Griff sehen konnte, war fein gearbeitet und wies Verzierungen auf. Dann schaute sie sich das Waffenregal noch etwas näher an. Nichts Spektakuläres stellte sie fest, aber dann blieb ihr Blick an den Pfeilen hängen. Sie machte einen Schritt nach vorn. »Ich darf doch?« fragte sie, wartete aber keine Antwort ab. Sie zog einen Pfeil aus einem der Köcher. Sie betrachtete ihn eingehend. Er war von der gleichen Machart wie der, den sie aus Sarah herausgezogen hatten. »Die sehen klasse aus, oder, Rolf?« sagte sie und hielt Rolf den Pfeil unter die Nase. Sie konnte sehen, dass er verstanden hatte, was sie ihm sagen wollte. Es war ihm auch aufgefallen. Er brummte, »Jupp, 1A Arbeit.« »Tja, wenn ihr noch ein paar von diesen Pfeilen haben wollt, dann müsst ihr mir ein paar von den Kugeln zurückgeben. Sagen wir, eine Kugel für 5 Pfeile?« Rolf lachte. »Ach nee, Hauptmann, lass mal. Wir haben noch genug eigene Pfeile. Wir bewundern nur die Handwerkskunst. Aber du hast vorhin von Essen gesprochen.« Hauptmann Bernbach schien nicht im Mindesten enttäuscht zu sein, dass Rolf den Handel ablehnte. Im Gegenteil, er nickte eifrig. »Ja, wir haben hier eine schöne dicke Fischsuppe.« Er zeigte auf den Topf, der über der Feuerstelle hing. Er machte die nötigen Schritte und nahm den Deckel ab, und dann konnten sie die Fischsuppe auch riechen. »Heute früh gefangen, wir haben Reusen am See. Wir brauchen die Viecher bloß einsammeln. Forellen, Schleien, Karpfen, alles drin. Dazu noch ein paar Kartoffeln von oben.« »Das klingt toll«, sagte Mariam. »Gut, wollt ihr sie kalt oder lieber warm?« »Wäre es unverschämt, wenn ich warm sagen würde?« »Nicht im geringsten, junge Dame.« Hauptmann Bernbach machte sich daran, das Feuer anzufachen. Während er das tat, sprach er weiter. »Ihr könnt heute Nacht entweder hier schlafen und unser aller Geschnarche ertragen oder im Stall, ganz wie ihr wollt. Am See könnt ihr euch waschen, aber das solltet ihr tun, bevor es dunkel wird. Aber kommt mir bloß nicht auf die Idee, ihn zu verunreinigen. Da lebt unser Essen drin, kapiert?« Rolf lachte. »Jo, kapiert.« Noch hatte Hauptmann Bernbach ihnen den Rücken zugekehrt. Mariam schaute Rolf an und nickte zur Tür hin, nach draußen. Er schüttelte den Kopf und hob beschwichtigend die Hände. Seinerseits nickte er zur Feuerstelle hin. »Ich freue mich schon auf ein gutes Essen.« Er sprach die Worte aus, als wären sie für Bernbach bestimmt. Im Grunde waren sie aber an Mariam gerichtet. »Mach langsam, Mädchen, nichts übereilen.« »Freut mich«, sagte Bernbach. Er hatte das Feuer jetzt in Gang gebracht und drehte sich wieder zu ihnen um. »Im Grunde haben wir dann alles besprochen. Aber eins noch, Großer, deine Waffe, die verwahre ich bis morgen. Alles klar?« Der Blick aus seinen grauen Augen war fest. Er traf auf den von Rolf. Maria musste schmunzeln. Sicher hatte Rolf schon mit so etwas gerechnet. Er machte jetzt nur eine kleine Show. Nach einigem Hin und Her lenkte er ein. »Die Waffe kriegst du nicht, aber die Kugeln, die darfst du gerne über Nacht haben.« Hauptmann Bernbach nickte. »Auch die in der Kammer, bitte.« Rolf schmunzelte, Bernbach schmunzelte. Rolf ließ ihm seinen Willen. Mariam bewunderte Bernbach ein wenig. Er schien wirklich keine Angst vor Rolf zu haben. Sicher, da war der Fehler wohl auf Bernbachs Seite, aber trotzdem. Der Mann hatte Selbstvertrauen. Davon abgesehen war es durchaus verständlich, dass er nicht wollte, dass hier jemand mit einer Schnellfeuerwaffe durch die Gegend lief, während er und seine Leute nur relativ simple Waffen zur Verfügung hatten. »Was ist mit Hochstadt? Müssen wir da auch unsere Waffen abgeben?« »Nein, offiziell nicht. Der Punkt ist nämlich, wenn ihr dort Scheiße baut, kommt ihr von der Hochebene nicht runter. Wir kriegen euch so oder so. Oder wir würden euch kriegen, denn ihr habt ja nicht vor, Scheiße zu bauen, richtig?« »Richtig«, sagte Mariam. Bernbach nickte und fuhr fort. »Gut. Es gibt nur diesen einen Weg, den wir hier bewachen, der dort hochführt. Über die Felswände klettern könnt ihr vergessen, das haben schon viele probiert. Hoch oder runter, sie stürzen immer ab. Aber eines würde ich euch raten. Ihr versteckt diese prächtige Waffe besser ganz tief in euren Rucksäcken. Wir sind um die 3000 da oben. Und unter 3000 Mann sind mindestens 30 Diebe.
Ihr versteht schon, haltet euch bedeckt, so gut ihr könnt. Auch was meine Kollegen angeht, sind ein paar dabei, die, naja, sind nicht so nett wie ich. Das war das erste Mal, dass Mariam eine Regung in Bernbach wahrnahm, die ihr nicht gefiel. Die Drohung war sehr unterschwellig gewesen, aber sie hatte sie bemerkt. Sie lächelte und nickte. Von draußen rief jemand nach Bernbach. Mariam erkannte die Stimme wieder. Sie gehörte dem Glatzkopf mit der breiten Nase. Bernbach verdrehte die Augen. Tom hat mal wieder irgendein Problem. Schüsseln und Besteck habt ihr bestimmt in eurem Gepäck. Bernbach wartete die Antwort nicht ab und eilte nach draußen. Sie warteten ein paar Sekunden ab. Du hast den Fall gesehen, ja? Fragte Mariam dann. Rolf nickte. Ja, das heißt aber nicht, dass es diese Jungs hier waren. Vielleicht haben die oben ein oder zwei oder drei Pfeilmacher und alle Pfeile, die hier benutzt werden, sehen so aus, verstehst du? Ja, verstehe ich, aber trotzdem, der Typ ist mir nicht ganz geheuer. Ha, der Typ, der hat's faustdick hinter den Ohren, Mariam, glaub mir. Aber er weiß, wann man hart sein muss und wann man sich mit einem weicheren Auftreten Ärger vom Hals halten kann. Unnötigen Ärger. Außerdem, warum sollte er uns wissen lassen, dass er uns misstraut? Warum nicht freundlich sein und uns in Sicherheit wiegen? Mariam verstand. Ja, dann sollten wir uns aber auch nicht auffällig verhalten. Komm, lass uns erst mal essen. Rolf hielt das für eine gute Idee. Zum Essen setzten sie sich nebeneinander auf eine der Liegen. Die Fischsuppe war ausgezeichnet. Sie beide hatten schon seit einer gefühlten Ewigkeit nichts mehr gegessen, das in irgendeiner Art und Weise als zubereitet hätte bezeichnet werden können. Beide nahmen sich noch einen ordentlichen Nachschlag. Sorry übrigens, Mariam, dass ich gesagt habe, wir hätten Glück gehabt, aber... Ach, schon gut, Rolf. Alles okay. Ich muss lernen, damit umzugehen. Das wird schon, Mariam. Das wird schon. Ja, aber noch was anderes. Man muss sich einbringen in Hochstadt, hat er gesagt. Ja, da müssen 3000 Leute versorgt werden. Wenn man da zu viele hat, die einfach nur Ressourcen verbrauchen, dann wird's irgendwann eng. Ja, aber was, wenn man... Wenn man alt wird zum Beispiel, meinst du? Ich glaube nicht, dass die ihre unproduktiven Mitglieder umbringen. Aber wenn neue hinzukommen, dann achten sie eben darauf, dass die nützlich sind. Ist eben ein Mikrokosmos. Aha, was ist ein Kosmos? Rolf war daran gewöhnt, dass Maria manchmal solche Fragen stellte. Sie war so jung, sie hatte so etwas wie die Schulbildung, die er genossen hatte, überhaupt nicht abbekommen. Selbst seine war eher rudimentär gewesen, wenn er recht darüber nachdachte. Das ist ein kleines, in sich abgeschlossenes System. Hier heißt das, alles, was die essen, fangen sie hier oder bauen sie hier an. Klar, ab und zu kommen Händler, aber die mit dem Karren da, weißt schon, die wir vorhin gesehen haben. Wie viel kann auf dem Karren drauf sein? Wie viele Leute macht das satt? Kaum jemanden. Das muss man vernachlässigen. Ja, verstehe. Aber immerhin, es gibt sowas wie Handel. Mariam überlegte einen Augenblick. Weißt du, was ich mich frage? Rolf schüttelte den Kopf und sah sie auffordernd an. Ich frag mich, ob es nicht doch noch einen Weg gibt, auf die Hochebene zu kommen. Einen an diesem Tor vorbei. Ich glaube, ich schicke Tabs auf die Suche nach einem. Wenn wir ihn schon nicht mitnehmen können, dann kann er doch wenigstens ein wenig die Lage auskundschaften. Das ist eine großartige Idee, Mariam. Aber wird er denn verstehen, wonach er suchen soll? Ansonsten müsstest du permanent durch seine Augen schauen. Das wird nicht funktionieren. Sie verzog das Gesicht. Ja, da hast du wohl recht. Aber einen Versuch ist es vielleicht wert. Sie schloss die Augen. Rolf betrachtete ihr schmales Gesicht. Eine ihrer Schläfenadern pochte leicht. Sie konzentrierte sich. Es war anstrengend für sie. Als sie die Augen wieder öffnete, fragte er, und hat es geklappt? Ich weiß es nicht. Ich habe ihm Bilder von Pfaden geschickt, die nach oben laufen. Mal sehen, was er damit anfängt. Vielleicht versteht er es ja. Und was machen seine Verletzungen? Gut, er hat kaum noch Schmerzen.
Rolf nickte zufrieden und drückte ihr die Schulter. Komm, wir haben noch ein bisschen Tageslicht. Vertreten wir uns noch ein bisschen die Beine, lernen wir die Umgebung besser kennen. Ja, gute Idee, antwortete Mariam. Sie standen auf und gingen nach draußen. Es hatte bereits begonnen zu dämmern. Als erstes trafen sie auf Tom und den langen, dünnen, den Hauptmann Bernbach Gerrit genannt hatte. Sehr zu Mariams Erleichterung war keiner von denen in Plauderlaune. Sie nickten kurz und gingen dann weiter ihres Weges, um irgendwo eine Aufgabe zu erfüllen. Zwischen dem Hauptgebäude und dem niedrigeren Stall fanden sie noch eine Feuerstelle, um die herum Sitzbänke aufgestellt worden waren. Diese Sitzbänke, die stammten aus der Zeit vor dem letzten großen Krieg. Sie waren aus Plastik. Sie waren nicht mehr weiß, sondern eher gelblich, aber man gab sich hier Mühe, sie sauber zu halten. Für einen kurzen Augenblick stellte Mariam sich vor, wie die Wachen hier im Kreis ums Feuer saßen und etwas tranken und aßen und lachten. Sie hatte sehr lange Zeit nur Rolf um sich gehabt. Nicht, dass sie andere Menschen vermisst hätte nach allem, was passiert war. Aber trotzdem, sie ermahnte sich selbst, keine Scheu vor ihnen zu entwickeln. Keine unnötige zumindest. Hier draußen rauschte der Wasserfall wieder mit voller Kraft. Es war nicht weit bis zum See. Selbst in der Dämmerung war es ein erhabener Anblick, diesen Wasserfall zu sehen. Die schiere Kraft, mit der dieses Wasser nach unten stürzte. Mariam war sprachlos. Aber auch Rolf fühlte diesen Moment. Für eine oder zwei Sekunden legte er ihr den Arm auf die Schulter. Für eine oder zwei Sekunden lehnte sie ihren Kopf an seine Brust. Dann lösten sie sich wieder voneinander. Mariam sagte, »Ich glaube, ich werde mich wirklich waschen, da hinten im Schilf, okay?« »Alles klar, Mariam. Ich sehe mir mal das Tor aus der Nähe an. Schau mir die Wachen an und so. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was aus denen raus.« »Alles klar, dann treffen wir uns später an der Feuerstelle.« »Draußen oder drinnen?« »Draußen. Da können wir ja sein, bis wir müde werden, und dann schlafen wir im Stall, oder?« »Ja, so habe ich mir das auch vorgestellt.« Jetzt, wo Rolf noch einmal darüber nachdachte, fand er die Einladung, im Haupthaus zu übernachten, tatsächlich ein wenig verdächtig. Sicher, sie waren in der Unterzahl. Es mochten insgesamt ein Dutzend Wachen hier sein. Aber dennoch, die Gastfreundschaft des Mannes grenzte schon sehr ans Unvorsichtige. Und Rolf schätzte Bernbach nicht als unvorsichtig ein. Ja, das war es, was die Sache verdächtig machte. Er sah Mariam nach, wie sie am Rand des großen Sees und vom Rauschen des Wasserfalls begleitet in Richtung Schilf lief. Kurz überlegte er, ob er nicht lieber in der Nähe bleiben sollte, aber er entschied sich dann dagegen. Sie konnte auf sich aufpassen und sie hatte ihr Messer. Ihr Bogen befand sich noch zusammen mit dem Rucksack im Hauptgebäude. Mit diesen Waffen hatte Bernbach offenbar kein Problem gehabt. Warum auch? Er war, soweit Rolf das bisher gesehen hatte, der Einzige mit einer Schusswaffe auf dem ganzen Gelände. Rolf stopfte los. »Wenn man vom Teufel spricht«, dachte er, als er Bernbach sah. Er stand neben einer der Plastikbänke an der Feuerstelle zwischen Haupthaus und Stall. Auch Bernbach nahm Rolf wahr, aber er war in ein Gespräch vertieft. Er redete mit dem Glatzkopf und dem langen Dünnen. Es schien ernst zu sein und es schien auch einiges zu klären zu geben. Auf alle Fälle hatte Bernbach nicht so stark gestikuliert, als er mit ihm und Mariam gesprochen hatte. Rolf hätte gerne gewusst, um was es in dem Gespräch ging. Keiner der drei Männer sah glücklich aus. Aber es war zu früh, um unnötigen Unmut auf sich zu ziehen. Sie sollten nicht denken, dass er sie belauschen wollte. Deshalb ging er im weitestmöglichen Abstand an der Feuerstelle vorbei. Als er am länglichen Torgebäude ankam, war er einmal mehr von der Größe überrascht. Aus der Ferne hatte es nicht so mächtig gewirkt, nicht so massiv. Ein zweiflügeliges Tor aus dicken Holzbohlen, verstärkt mit Metallbeschlägen. Die Türflügel waren an die 3 Meter hoch, aber das Gebäude an sich an die 5. Vor dem Tor standen 2 Wachen, die ihm aufmerksam entgegenblickten. Er nickte ihnen kurz zu, zum Zeichen, dass er sich ihrer Anwesenheit bewusst war, aber er fing nicht sofort ein Gespräch an. In etwa 10 Metern Abstand blieb er stehen und betrachtete das Gebäude genauer. Oben waren Zinnen,
Das bedeutete, dass sich dahinter wahrscheinlich eine Plattform befand. Vielleicht war auch der ganze innere Bereich des Tors überdacht. Jetzt sah Rolf dort oben eine Wache auftauchen. Kurz darauf eine zweite und eine dritte. Sie sprachen miteinander, einer der Männer lachte. Sie alle drei hielten Armbrüste in den Händen. Wenn dieses Tor wirklich wie eine Schleuse aufgebaut war, dann waren auf der anderen Seite auch noch Wachen. Vielleicht auch im Inneren. Das machte noch einmal vier Mann, die er jetzt nicht sehen konnte. Das erklärte dann wohl auch die Anzahl der Liegen im Haupthaus. Rolf ließ seinen Blick weiter nach oben wandern, den Pfad entlang. Der war wirklich gerade ebenso breit genug, damit zwei Karren aneinander vorbeikamen. An manchen Stellen schien das sogar unmöglich zu sein und eine Karre musste auf die entgegenkommende warten, an einer breiteren Stelle. Eine der Wachen auf dem Boden auf dieser Seite des Tores trug einen Schlapphut. Der Mann war gerade damit beschäftigt, eine Öllampe anzuzünden. Es war noch nicht ganz dunkel, aber es würde nicht mehr lange dauern. Rolf ging zu ihm hin. Er setzte sein bestes Lächeln auf, aber das war gar nicht nötig gewesen. Der Mann mit dem Schlapphut nickte ihm freundlich zu. Er war nur wenig kleiner als Rolf. Über seinem Uniformmantel aus dunklem Wildschweinfell trug er diagonal ein Schwertgehänge, an dem eine breite Klinge hing. Entlang des Gurtes steckten noch mehrere Wurfmesser in Lederschlaufen. Eine gespannte Armbrust lehnte hinter dem Mann an der Wand. »Hallo, Fremder. Na, bis zum ersten Mal hier, so wie du guckst.« Rolf nickte. »Ja, so ist es«, sagte er. »Ganz schön beeindruckend, was ihr hier gebaut habt.« Das Lächeln auf dem blassen Gesicht des Mannes wurde breiter. »Ja, ich hab mitgeholfen. Das mit den Zinnen und der Plattform war sogar meine Idee.« »Aha, also keine durchgehende Decke«, dachte Rolf. »War eine gute Idee«, sagte er und betrachtete das Gesicht des Mannes. Seine Haut war auffällig weiß, die Nase auffällig rot. Daher also der Schlapphut. Verträgt wohl keine Sonne. Laut, sagte Rolf. Ich bin Rolf. Und du? Guido. Hallo, Guido. Sag mal, ist es okay, wenn ich da mal rein? Nee, sorry, geht nicht. Aber du wirst's ja morgen früh sehen, wenn ihr durchgelassen werdet. Celia hat mir erzählt, du wärst Schmied. Rolf steckte seine Hand in die Jackentasche, um weitere Fragen derart, die Bernbach gestellt hatte, zu vermeiden. Hab eine Zeit lang in der Schmiede gearbeitet, ja. Hab viel gelernt dort. Gut. Für dich haben wir sicher Verwendung. Würde mich freuen. Ist eine gute und ehrliche Arbeit. Guido nickte. Rolf sprach weiter. Da oben habt ihr bestimmt noch so eine Toranlage, hm? Seid vorsichtige Leute. Zweimal ja. Und das, obwohl wir noch nie angegriffen worden sind. Noch nie? Nee. Das wundert mich jetzt nicht unbedingt. Man sieht ja schon von Weitem, dass ihr hier auf euch Acht gebt. Die meisten dürften leichtere Beute suchen. Ja, kann gut sein. Mir ist das auf jeden Fall recht. Denke ich mir. Obwohl, du siehst schon aus wie jemand, der sich behaupten kann, wenn's drauf ankommt. Guido wusste, dass Rolf auf sein Schwertgehänge anspielte. Ja, wie die meisten hier habe ich wilde Zeiten hinter mir. Ein Drittel der Leute oben, die sind aus der Gegend hier. Die anderen zwei Drittel sind Versprengte, die irgendwann hier angespült wurden, wenn ich das so sagen darf. Gibt's da Konflikte zwischen den Alten und den Neuen? Ach nee, nicht übermäßig, mach dir keine Sorgen. Wenn du ein guter Arbeiter bist, bist du bei uns auf jeden Fall willkommen. Klar, vielleicht kommen ein paar Jungs in der Kneipe auf die Idee, dich testen zu wollen. Sowas gehört dazu. Rolf nickte. Habe ich kein Problem mit. Glaube ich dir, Großer. Aber einen Tipp kann ich dir doch noch geben. Schneid dir mal die Zotteln aus dem Gesicht. Solche Bärte sind bei uns im Moment nicht im Trend. Ah, sind sie denn im Winter erlaubt? Ja, im Winter darf man. Beide lachten kurz. Dann fragte Rolf, wie viel schleust ihr denn so durch eure Schleuse an einem Tag? Na, meistens sowas zwischen 5 und 12 Händlerkarren. Rolf runzelte die Stirn. Jeden Tag 12 Karren? Ich habe auf dem Weg hierher keine Spuren gesehen. Guido nickte. Kann ich mir gut vorstellen, aber die Hauptroute führt dicht an den Klippen entlang. Geht hauptsächlich nach Osten. Und was ist im Osten?
Große Stadt. Am Rand hat sich eine Siedlung gebildet. Die holen raus, was noch zu gebrauchen ist, und tauschen es bei uns gegen Nahrung ein. Oh, verstehe. Sag mal, habt ihr Strom da oben? Herr Wasserfall müsste doch ideal nutzbar sein, oder? Guido zuckte mit den Schultern. Ja, wahrscheinlich schon. Aber wir haben niemand, der es kann. Aber ich bin sicher, Beata hat das auf dem Plan. Wer ist Beata? Fragte Rolf. Er wollte sich nicht anmerken lassen, dass er schon von ihr gehört hatte. Beata ist sowas wie die Chefin. Ist sie gewählt? Guido lachte. Oh, nein, nein. Nicht, dass das undenkbar wäre, aber mit Beata hat sich das einfach so entwickelt. Mit Beata und ihrem Mann. Rolf beschloss, sein Gegenüber nicht weiter auszufragen. Er hatte schon einiges in Erfahrung gebracht. Er wollte nicht unangenehm auffallen oder als aufdringlich oder neugierig gelten. Alles klar, Guido. Ich danke dir für das Gespräch. Ich will dich jetzt nicht weiter nerven. Vielleicht sehen wir uns ja später noch am Feuer. Ich fürchte nicht. Guido schüttelte den Kopf, aber er schien nicht wirklich betrübt zu sein. Ich bleib heute Nacht am Tor. Da sind immer mindestens 4. Und das? Ein gespieltes, theatralisches Seufzen. Obwohl wir es nach Einbruch der Dunkelheit aus Prinzip nicht öffnen. Naja, wie gesagt, ihr nehmt's eben ernst mit der Sicherheit. Ja, tun wir. Gute Nacht, Rolf. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Rolf strich sich durch den Bart. Er hatte nicht vor, Guidos Rat zu folgen. Als Mariam an der Stelle ankam, die sie sich ausgesucht hatte, um sich zu waschen, hatte sie gar keine Lust mehr dazu. Zwar kämpfte sie sich trotzdem tief ins Schilf hinein, fand aber bald einen Baumstamm, auf den sie sich setzte. Sie wollte einfach eine Weile alleine sein. Nein, sie war nicht böse auf Rolf wegen seiner Aussage über die Hütte und dass man dort Glück gehabt hätte. Ganz unwahr war das ja auch nicht. Es hätte alles noch viel schlimmer laufen können. Aber dennoch, ihre Stimmung war an einem Tiefpunkt angekommen. Mit ihrem Geist suchte sie Tabs. Durch seine Augen konnte sie nichts sehen, was bedeutete, dass er schlief. »Ich hoffe nur, du hast dich gut versteckt«, dachte sie. Aber in diesem Punkt machte sie sich nicht viel Sorgen. Auch was sie an Emotionen auffangen konnte, gab keinen Anlass zur Besorgnis. Sie verließ seinen Geist wieder, blieb aber noch eine Weile sitzen und dachte nach. Vielleicht sollten sie doch besser weiterziehen, es sein lassen. Tief in sich drin fühlte sie, dass großes Unheil auf sie wartete, dort oben in Hochstadt. Dann, auf der anderen Seite, geschah hier bereits viel Unheil. Sie seufzte, stand auf, stellte sich auf den Baumstamm. Sie wollte den Wasserfall noch einmal sehen aus diesem Winkel. Wirklich beeindruckend. Und laut. Ich verstehe nicht, wie die das aushalten, dieses Rauschen den ganzen Tag. Man kann ja nicht einmal hören, ob... Jemand, etwas, packte sie am Kragen und riss sie nach hinten um. In dem Angriff lag einiges an Kraft. Sie schlug hart auf den Boden auf. Ihre Kiefer schlugen zusammen. Sie biss sich auf die Lippe, schmeckte Blut. Sie wusste, sie musste in Bewegung bleiben. Schnell rollte sie sich zur Seite. Einmal, zweimal, sprang dann wieder auf die Füße. Ihr Messer hatte wie von selbst den Weg in ihre Hand gefunden. Es war Tom, der Glatzkopf. Sein Mantel hatte er abgelegt. Die Flügel seiner breiten Nase bebten, als er seinerseits ein Messer zog. Langsam kam er näher. Es machte keinen Sinn, nach Rolf zu rufen. Damit sollte sie keine Kraft verschwenden, sagte sie sich. Der Wasserfall würde ihre Stimme übertönen. Sie machte sich bereit.